Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ich bin heute mal alleine unterwegs mit der Spinning am Bach auf im besten Fall schöne größere Bachforellen. Ich werde euch so ein bisschen zeigen, wie ich dabei vorgehe, was mir wichtig ist. Und zeige euch mal meine beiden oder vielleicht meine drei Top-Köder zum Bachforellenangeln und würde sagen, let's go, wir gehen direkt los. So, ich fange jetzt an mit der Palms Alexandra in 50 Sinking, was ich eben gesagt habe. Und zwar ist das ein Köder, den man im besten Fall upstream fischt. Das heißt, man wirft den so auf 2-3 Uhr Strom auf, lässt ihn dann mit der Strömung kommen und schüttelt dabei immer so in die Rute. Dann blitzt der Köder auf, hat ein super agiles Laufverhalten und im besten Fall kommt damit Fisch zurück. Kann natürlich auch mal nach unten werfen. Bin ich aber meist nicht so ein Freund von, ehrlich gesagt, weil ihr seht schon, ist der Wobbler super schnell hier wieder am Rand und b, stehen die Forellen halt mit dem Kopf in die Strömung und warten, dass Kleinfisch, Käfer und so einfach mit der Strömung ihnen entgegenkommen. Und meines Erachtens ist das meistens die bessere Variante. Ne, also flussaufwärts kommen lassen, dann immer so durch das Zittern blitzt der Wobbler dann auf. Also die Palms-Wobbler sind keine Wobbler, die man jetzt einfach die ganze Zeit stumpf einleiert. Gibt es auch welche, aber das volle Potenzial haben die erst dann, wenn man quasi wirklich hier so das Shaking macht, weil dann blitzen sie auf, dann sind sie unberechenbar unter Wasser und macht die Forellen halt echt wild. So viele Würfe mache ich meistens gar nicht, gehe dann relativ schnell weiter. Ich könnte jetzt hier auch noch mal Köder wechseln, aber das ist so ein 100% Vertrauensköder von mir, deswegen. Da ist einer. Ah, schade. Okay, vielleicht hat sie mich noch nicht gesehen und vielleicht brauchen sie ein bisschen mehr Speed. Ich habe jetzt ganz schön schnell getwitcht. Gucken wir nochmal. Ist irgendwo da wieder in den Schatten geschwommen. Ich glaube, die kommt nicht nochmal. Also ich mache nochmal 2-3 Würfe und dann wechseln wir einfach schon mal ins Board. Der Wurf war gut. Da ist sie wieder. Na komm schon. Ist eine kleine. Mal gucken, vielleicht können wir schon mal den ersten Fisch euch zeigen. Ich glaube, ich muss schon sehr nah an den Rand, weil da ist so ein bisschen, sieht es unterspült aus da vorne. Das ist halt auch im Prinzip ganz interessant. Wenn ihr mal guckt hier vorne, seht ihr so Blasen auf dem Wasser. Und da, wo die Blasen hertreiben, das, ich weiß nicht, ob es das Wort so richtig gibt. Ob ich es irgendwann mal gelesen habe oder mir irgendjemand mal gesagt hat oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich nenne das immer als Futterspur. Stellt euch vor, da oben fällt ein Käfer ins Wasser. Der treibt ja dann in der Regel nicht unbedingt hierher oder mittig, sondern da, wo die ganzen Blätter sind. Da, wo der Schaum ist, weil das ist so richtig die Spur, halt, wo das Futter hertreibt. Und wenn ihr da immer ein bisschen auch drauf achtet, wo das hergeht quasi, in dem Fall, Kurve, bisschen ausgespült, unterm Baum her und fischt da entsprechend auch den Köder, dann seid ihr per se immer nicht ganz schlecht unterwegs. Und genau da, irgendwo aus dem Schatten, da kamen sie jetzt auch 2-3 Mal. Deswegen einmal noch gucken, dass ich da noch, der war gut. Jetzt bin ich da drunter, jetzt fange ich hier an zu fischen. Nee, also kommt nicht mehr. Egal, wir gehen weiter. Nächster Spot.
so wichtig ist, dass sie akkurat werft. Also hier ist jetzt so super überhängender Busch. Die Kurve geht genau darunter her. Und ich will halt im Prinzip möglichst nah ans andere Ufer, aber auch nicht in den Baum rein. Dann habe ich nämlich ein Problem, dass er quasi, ja, der Köder unter dem Busch, da wo die Strömung hergeht, das sieht man mit der Futterspur, ne? Dass da der Köder hergeht. So. Das ist immer so ein bisschen Gamble. Wie viel kann ich, oder wie viel traue ich mir zu? Und wann ist es, da war glaube ich ein kleiner Fisch gerade. Ich werfe den mal an. Gesehen. Also wie viel traue ich mich, bis ich es nachher übertreibe und im Baum hänge, einen Hänger habe. Also man kann ja auch mit Gummis, das zeige ich euch gleich, durchaus am Grund fischen, was aber hängerlastiger ist. Und oft ist es so, wenn ihr den einen Wurf zu weit links, zu weit nach vorne, was auch immer macht, ist der Spot halt auch schnell kaputt. Wenn ihr im Baum rumruppelt und so. Ich glaube, hier brauche ich tatsächlich gleich mal einen Gummi. Eine Ecke tiefer und ich komme nicht so richtig runter, habe ich das Gefühl. Ja, noch einen hier mit. Ne, deswegen immer schön shake, 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 dass das Ding so aufblitzt und da so rumdartet. Aber wir wechseln jetzt mal einmal. Ich kann euch gleich gerne auch mal eben meine Köderauswahl zeigen. Die ist nämlich sehr überschaubar. Besteht hier so aus nicht mehr als 5 verschiedenen Wobblern und im Prinzip auch nur einem Gummi. Und den nehme ich jetzt. Das ist der Wobbleshad 2 Inch aka Trout Machine. Ist einfach für mich der perfekte kleine Gummi zum Forellenangeln. Warum? Erkläre ich euch gleich. Ich komme jetzt hier tatsächlich, es hat die letzten Tage ganz gut geregnet. Und hier so unter ausgeschülte Kurve ist eh immer tiefes Wasser. Ich komme hier mit 7 Gramm, glaube ich, nicht drunter. Hätte ich nicht gedacht. Wenn das möglich ist, mache ich das Ganze gerne auch so, dass ich von oben schon mal gucke, was könnte interessant aussehen. Also da vorne ist auf jeden Fall, hängt was im Wasser, es verwirbelt sich. Sieht auch, dass da Strömung sich dann zur Mitte hin ändert. Und das würde ich jetzt auf jeden Fall mal anwerfen. Dabei sieht man auch von oben in der Polbrille Steine unter Wasser, große. Natürlich auch gut, weil Bachforellen sind ziemlich standorttreu. Und wenn da irgendwas super Markantes ist, dann wird da im Zweifel auch eine stehen. Und selbst wenn mal eine weggefangen ist, stellt sich halt eine neue hin. So, sehe ich jetzt von hier oben aber nicht. Ihr könnt euch vorstellen, was ich eben gesagt habe, stell vor, ich hätte jetzt irgendwas super Auffälliges an, gehe andersrum. Die Fische gucken nach da und ich laufe denen auch noch genau ins Sichtfeld. Ja, wenn ich die sehe, haben die mich 10-mal gesehen. Deswegen andersrum gehen, bisschen langsam, nicht ganz so auffällig gekleidet und dann nicht wie ein Wahnsinniger darunter rennen, wenn ein Spot gut aussieht, sondern ein bisschen langsamer. Dann im besten Fall jetzt gleich mal ein Fisch. Boah, alter Schwede! Ich glaube, die hat gerade den Kameramann tatsächlich eher bemerkt als mich. Das war ein richtiges Brett. Wo kamen die denn jetzt her? Also das sind die, wo ich gesagt habe, 50 plus geht hier immer. Also, Junge, kann natürlich immer behaupten, aber die kam genau hier vorne auf einmal, in dem Moment, wo der Kameramann sich irgendwie bewegt hat. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier irgendwo lag oder so. Aber das war ein richtiges Schiff. Ja, aber das ist halt leider oft auch so, wenn ihr einen wilden Bestand habt und entsprechend ein paar Leute auf Fischen gehen, wenn die aufgescheucht sind und euch gesehen haben, dann war es das meistens tatsächlich leider. Ich würde hier, glaube ich,
vielleicht sogar noch mal auf den Wobbler wechseln. Aber erst würde ich einmal auf die andere Seite vom Baum gehen, weil es sieht mir da so aus, als würde sich das Wasser da so drehen, also so eine Art Kehrströmung. Entsprechend wäre es da auch tief. Und da bin ich dann natürlich mit dem Jig klar im Vorteil. Alter Schwede, das war echt ein guter Fisch. Und wenn wir den jetzt gefangen hätten, würde ich sagen, dann gehe ich schwimmen, aber das wäre geil. Jawollo! Jawollo! Köder schon raus. Sehr gut. Sehr schöner Fisch. Ist nicht die, die ich gesehen habe. Die war noch größer. Ja, Köder war gerade schon raus. Wichtig ist, dass ich mal einmal vernünftig die Hände nass macht beim Forellenangeln. Mal gucken, dass wir die jetzt hier einmal irgendwie. Ja, bräuchte ich. Ganz toller Fisch. Noch Egel drauf. Also entsprechend auch noch. Ist nicht schlimm. Ich bin bei Forellen echt vorsichtig, weil sie eben im Prinzip. Also klar, die ist jetzt ins Wasser gefallen. Aber ich bin bei Forellen relativ vorsichtig, weil sie eben empfindlich sind. Wenn ich alleine unterwegs bin, habe ich noch nie eine Forelle gemessen. Also ich weiß tatsächlich nicht, was mein PB ist. Wer uns bei Instagram folgt, hat es vielleicht letzte Woche gesehen, da hatte ich eine richtige Maschine drauf. Ich denke, die wird irgendwas zwischen 50 und 55 gehabt haben. Aber wie gesagt, ich messe meine Forellen nicht. Weil sie halt einfach bekanntermaßen ein bisschen empfindlicher sind und die hätte ich jetzt so oder so gleich zurückgesetzt. Ja geil, das hat ja schon mal funktioniert. Und jetzt kann ich euch auch gleich guten Gewissens erzählen, warum der Wobbleshed in 2-Inch perfekte Forellenköder ist. Aber erstmal fischen wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht ganz kurz noch ein bisschen was zum Gerät, was ich hier habe. Ich habe eine Legit Design Standout Spinning in 7 Gramm. Könnte fast mit 10 Gramm sein, aber ich nutze die natürlich auch im Sommer, wenn weniger Wasser drin ist. Dann wird mir 10 Gramm zu viel. Deswegen 7 Gramm ist für mich ideal. Die Rute hat eine Medium-Fast-Aktion, heißt im Drill puffert sie schön die Sprünge und so der Forellen ab. Bei der Schnur fische ich eine Sunline Super PE 8 Braid in 8 Pfund. Eine PE-Klasse 0.8. Da wird der eine oder andere vielleicht sagen, um Gottes Willen, was eine dicke Schnur. Sehe ich anders. Ihr habt gesehen, wie viel Druck hier drauf ist. Hier gibt es Fische, easy über 50, teilweise über 60. Da müsst ihr schon mal die Bremse zumachen können und die halt einfach von den unterspülten Büschen und so weghalten. Und da braucht ihr einfach ein bisschen mehr. 4 Kilo Knotentragkraft erachte ich da als optimal. Einen 7 Pfund Tornado-Vorfach. Wenn ihr mal einen Hänger habt, den ihr wirklich abreißen müsst, dann reißt euch im besten Fall nur der Köder ab. Und das ist so meine Go-To-Kombo. Funktioniert sehr gut, hat sich bewiesen. Man kann Druck auf die Fische machen, man hat eine gewisse Abriebsfestigkeit. Die Super-PE ist sowieso super strong. Im Prinzip habe noch nie einen Fisch damit verloren. Außer meine Warthose jetzt, weil die irgendwie scheiße ist. Aber was soll's. Wir machen weiter. Ja, nice. Ah, ausgestiegen. Ja, das ist natürlich das, wenn man mit widerhakenlosen Haken angelt, steigt, wenn man nicht vernünftig aufpasst, auch mal ein Fisch aus. Ich wollte jetzt gerade einen Kescher nehmen, irgendwie nicht vernünftig Druck gehalten oder zu blöder Winkel und dann
Haken rausgeflogen. Die war jetzt ein bisschen kleiner als die eben. Nichtsdestotrotz hätte ich die natürlich gerne gehabt. Das ist immer so ein bisschen für und wieder. Ich hatte eben gesagt, ich zeige euch gleich nochmal, was die Besonderheiten der Palm Swabbler sind. Das ist natürlich eine davon. So, ja, ihr seht es ja, generell ist hier ultra krasse Strömung auf dem Bach oder auf dem Fluss. Und da braucht ihr Wobbler, die bei Strömung extrem stabil laufen, sonst funktioniert es nicht. Wenn man jetzt hier beispielsweise, man könnte vielleicht noch ein schwimmendes Modell da hochwerfen, aber eigentlich ist das alles Quatsch. Ihr braucht Sinking-Forellenwobbler, ganz wichtig. Palms, die ganzen oder fast alle Palms-Forellenwobbler sind sinkend. Es steht hier oben auch HW drauf, also Heavy Weight. Und konzipiert sind die ganzen Wobbler im Prinzip für japanische Forellenbäche. Da ist es nicht so tief wie hier, da ist die Strömung teilweise aber noch schneller. Und ja, um da überhaupt eine Chance zu haben, einen vernünftigen, fängigen Lauf hinzukriegen, braucht ihr halt im Prinzip Wobbler, die für solche Verhältnisse konzipiert sind. Das sind meistens Heavy Sinking Modelle, wie hier. Und mit denen könnt ihr auch bei so starker Strömung fischen. Es gibt einmal hier diese Beatrice. Ich fische jetzt momentan nicht. Ansonsten auch noch die, Quatsch, Blödsinn. Es gibt einmal die Alexandra. Die fische ich jetzt heute. Ansonsten fische ich teilweise auch noch die Beatrice ganz gerne. Das ist so ein Jointed-Modell. Oder die Alexandra mit so einem kleinen Teaser. Die zeige ich euch ein andermal. Und ja, was die andere Besonderheit ist, habt ihr gerade gesehen, die Wobbler kommen mit Einzelhaken, mit widerlosen Einzelhaken. Das ist einerseits ziemlich geil, wenn ihr die Fische lösen wollt. Ihr kriegt die Haken super raus. Es hat natürlich aber auch ein bisschen den Nachteil, dass es teilweise nicht ganz so einfach ist. Also ist nicht so fehlerverzeihend, muss man fairerweise sagen. Wenn ihr jetzt hier, ihr seht es gerade, ich habe einen blöden Winkel gehabt. Ich habe beim Kescher aufheben auch noch irgendwie ein bisschen Spannung verloren und bong, kommt mir der Wobbler entgegen. Das wäre beim Drilling nicht passiert, muss man fairerweise sagen. Auf der anderen Seite, wenn ihr kleine Forellen habt, ihr habt heute zu Beginn, hatte ich die ganze Nachläufer von so kleineren Fischen. Teilweise fange ich hier auch noch kleinere. Wenn die auf so einem kleinen Einzelhaken hängen, kann natürlich im Wasser eben, tack, abhaken und dann sind sie weg. Zur Führung habe ich euch das schon erklärt. Ihr werft stromaufwärts, lasst die kommen, genauso habe ich es gerade auch gemacht und schüttelt dann immer so dick, 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 dick oder könnt auch mit Rute hoch, wie auch immer. Auf jeden Fall immer schön in Bewegung bleiben mit der Rute. Ja, und im besten Fall bleiben die Fische dann hängen und ihr fangt sie. Aber gut, ein bisschen Action. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Eine fangen wir auf jeden Fall noch. Ich wechsle jetzt noch mal auf den Wobblechat. Wir haben hier echt viel Wasser drin. Es hat die ganzen Tage jetzt zuletzt noch mal geregnet und irgendwie, auch wenn ich jetzt hier gerade einen Fisch drauf hatte, fühlt sich das einfach besser an. Dann kann ich euch auch gleich noch mal sagen, warum der Wobblechat so eine Trout-Maschine ist. Also, ihr habt hier das gleiche Format wie beim, oder das gleiche Design wie beim 3er, 4er und 7,5er Wobblechat. Das heißt, der Rücken ist ein bisschen breiter als der Bauch. Die Rippen sind nach hinten gekippt, deswegen läuft der sehr sauber. Und ganz wichtig, einerseits sorgen diese Rippen hier für Wasserverwirbelung, aber der hat genauso einen, ne, der Wobblechat oder die Wobblechat-Serie läuft ja sehr ausladend und macht ultra viel Druck. Und das hat auch der 5 cm Wobblechat. Normalerweise ist das kleine Gummis sehr, sehr hochfrequentes Laufverhalten haben. Dieser hier hat aber, wenn ihr euch den mal im Wasser anguckt, trotz dessen, dass der so klein ist, schlägt der halt echt gut aus. Und dann habt ihr für einen relativ kleinen Köder mit 5 cm relativ viel Druck. Also die Forellen können den sehr gut wahrnehmen. Und entsprechend fängt das Ding hier halt einfach wie Sau. Da hatte ich jetzt auch die letzte richtig große drauf. Vorhin der Fisch kam auch hier drauf. Also wenn ihr einen guten Gummi zum Forellenangeln sucht, das hier ist einfach, als hätte man ihn dafür am Reißbrett entworfen. Absolut, absolut brutaler Forellengummi. Ja, also einerseits kompakt, dass ihr da auch mal so eine 30er ganz easy mitfangt. Trotzdem viel Aktion, dass er auf sich aufmerksam macht. Und ihr seht ja, gute Größen fangt ihr damit auch. Also meine
absolute Gummi-Empfehlung zum Forellenangeln. Ich fürchte, das war's. Wir haben gerade einen richtig schönen Hänger produziert. Guck, vielleicht kriege ich den los. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Okay. Hast du es gesehen, Alter? Da ist einfach mal eine Forelle gerade in so einen Mückenschwarm gesprungen, während ich hier keinen Köder dran habe. Das gibt's doch nicht. Ich löse den gleich auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein schöner Fisch kam warum, einen verloren, noch ein paar Nachläufer gehabt. Wir hatten so ein Zeitfenster von 3 Stunden, wo wir gedacht haben, wir machen mal eine Kleinigkeit am Bach. Wenn euch das gefallen hat, würde ich das auf jeden Fall wieder machen. Dann zeige ich euch auch nochmal die anderen Palms-Wobbler, die ich so fische, die Beatrice, die Alexandra, Shade mit dem Teaser oben dran. Und vielleicht fangen wir dann auch wirklich noch eine 50er. Und ich würde vorschlagen, wir verlosen noch was. Das wollte ich gerade sagen. Und zwar stelle ich euch ein cooles Paket zusammen aus 2-Inch-Wobble-Sheds und der Alexandra in Heavy Sinking. Unter allen, die das Video kommentieren. Und wir machen das folgendermaßen. Sagt doch mal eure Einschätzung, wie groß war die Forelle vorhin. Wer das schon gemacht hat, dann seid ihr schon fast automatisch im Lostopf. Ihr müsst uns nur noch ein Abo auf dem Kanal da lassen und einen Daumen hoch bei dem Video. Könnt natürlich auch gerne Friends und Family Bescheid sagen, wenn es euch gefallen hat. Würde uns freuen. Freuen uns immer über eure Abos, über eure Kommentare. Und dann gibt es die Auflösung im nächsten Video, nächsten Donnerstag. Und lasst mir unbedingt mal ein Feedback da, ob Forellenangeln cool war. Dann können wir es gerne nochmal machen, vielleicht auf dem Samstag oder nehmen uns mal einen ganzen Tag Zeit dafür, fangen dann ein bisschen mehr Fische, zeigen euch noch mehr Köder, noch mehr Variationen. Und für heute soll es das aber gewesen sein. Ich gucke jetzt, dass ich vielleicht meinen Hänger hier rauskriege. Wenn nicht, muss ich leider abreißen. Bitter, wenn hinter einem gerade ein Fisch springt. Aber okay, danke fürs Zuschauen, haut rein.